Ich hörte etwas von Robinson Helicopters oder so. Bist du ein Pilot? Bin ich, ja. Und dein Vater ebenfalls, richtig? Ja, war er. Welche Lizenz? Bist du ein Helikopterpilot? Ja, ich bin ein Helikopterpilot. Ich habe eine Privatlizenz. Das ist, kennt ihr die verschiedenen Lizenzen? Nein. Fliegst du auch Flugzeuge? Ich habe keine Lizenz mehr dafür. Ich habe sie auslaufen lassen, aber ich kann schon. Welche Position bekleidest du eigentlich innerhalb des Unternehmens? Auf meiner Karte steht das zwar nicht, aber genau betrachtet bin ich wohl der Vizepräsident des Unternehmens. Ich habe ein großes Keyboard im Eingangsbereich bemerkt. Eins zum Spielen, oder? Nein, ein großes Schlüsselbrett. Ja. Die sind alle von Fahrzeugen am Flughafen von Waterloo. Am Flughafen? Ja. Also da, außer vielleicht noch die meines Vaters, die könnten auch dort hängen. Okay, diese Fahrzeuge fehlen also nicht zu Hause, oder? Nein. Okay, das sind also Sportwagen und es ist eine Mischung. Es sind circa 15 Fahrzeuge. Ein paar kleine Autos, ein paar Jeeps, ein paar Trucks, ein paar Vans und Jetskis und ja. Und wo sind die? Auch im Hangar, oder? Die sind alle im Hangar, ja. Okay. Die Dinger sollten aber bald verschwinden. Es sah nicht flughafenmäßig genug aus. Okay. Und wofür ist eigentlich die ganze Einrichtung im Erd- und Untergeschoss da? Für Partys. Partys? Ja. Wir wollten es wie einen Club aussehen lassen. Wer hat es so hergerichtet? Ich habe mich um das Design der Einrichtung, die Farben und die Bilder gekümmert. Und was ist mit, ich habe gesehen, da ist eine Xbox, ein Fernseher und so weiter aufgestellt. Mhm. Und Drogen, es waren Drogen da unten. Wir rauchen Pott. Okay, baust du es an? Nein. Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei True Crime, Täter überführt. Danke fürs Reinklicken. Heute sehen wir uns den Fall des Millionärsohns Dallin Millard aus Kanada an, der wohl einfach nur aus Langeweile den Thrill to Kill suchte und so zum Serienmörder wurde. Dallin Millard war der einzige Sohn von Wayne Millard, der von seinem Vater Carl Millard eine erfolgreiche Fluglinie namens Millard Air geerbt hatte. Doch während Wayne Millard täglich hart daran arbeitete, das Familienunternehmen nach vorn zu bringen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und einfach alles am Laufen zu halten, machte sich sein Spross, Dallin, nicht allzu viel aus all dem. Er genoss also lieber die Vorzüge des Wohlstands, den andere für ihn angehäuft hatten, statt an dessen Erhalt mitzuarbeiten. Aber was gehörte nun zu diesem Wohlstand? Allein im Gebiet ihrer kanadischen Heimatstadt Toronto kann Folgendes aufgezählt werden. Ein großzügiges Herrenhaus mit allem drum und dran, das einen siebenstelligen Betrag kanadischer Dollar gekostet hat. Eine schicke Eigentumswohnung mit einem Wert von rund einer halben Million. Ein Mietshaus mit einem Wert von 2 Millionen. Eine komplette Farm mit 40 Hektar Grund. Und auch noch einen ganzen Wohnblock. Beides mit einem gemeinsamen Wert von noch einmal ca. 1,5 Millionen. Dazu gehören dann noch diverse Flugzeughangars, eine Autosammlung, Jetskis, Hubschrauber und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr lang. Kennt ihr den Film Richie Rich? Es geht nicht ganz so weit, aber die Richtung stimmt. Ein Beweis gefällig? Okay. Mit 14 Jahren stellte Dallin Millard den Weltrekord für die jüngste Person auf, die am selben Tag einen Hubschrauber und ein Flugzeug flog. Aber naja, wenn sich beides im Besitz deiner Familie befindet, hast du da wohl auch einen kleinen Vorteil. Als Dallin älter wurde, kam aber wohl Langeweile bei ihm auf. Verständlich, er durfte sich ja stets auf dem Vermögen seiner Familie ausruhen und hatte damit auch keine Not, sich eigene Ziele zu stecken und diese zu verfolgen. Zuerst veranstaltete er diverse Privatpartys mit bis zu 300 Gästen, machte es sich in seiner speziellen Gaming-Area gemütlich und so weiter und so fort. Aber nachdem er sich dann mit einem jungen Mann namens Mark Smitsch angefreundet hatte,
der als Kleinkrimineller bekannt war, kam es schon bald immer häufiger dazu, dass sie gemeinsam kleinkriminelle Aktionen durchführten, die sie Bekannten und Freunden gegenüber als Missionen bezeichneten. Dabei klauten sie im Grunde Gartengeräte von irgendwelchen Häusern oder Werkzeuge und anderes Zeug von Baustellen. Ja, sie sollen sogar Bäume gestohlen haben. Ja, richtig gehört. Bäume. Also reine Adrenalinrauschverbrechen, wenn man so will. Denn Dallin hatte das natürlich überhaupt nicht nötig. Er hätte sich das ganze Zeug ja auch einfach so besorgen können. Doch all dieses Treiben blieb zu lange offiziell unbemerkt. Und so fiel auch kein Verdacht auf Dallin Millard, als er seinen Vater eines Tages mit einem Kopfschuss im Bett seines Schlafzimmers auffand. Im Haus wohnten nur er und sein Vater, die Polizei hatte also keine anderen Zeugen als Dallin. Und da sie auch keinerlei Motiv für einen Mord sah, die Familie insgesamt sehr hoch angesehen war und so weiter und so fort, wurde der Fall schnell als Selbstmord abgehakt. Zu einer Aussage bei der Polizei wurde er aber natürlich trotzdem gebeten. Und genau diese Aussage sehen wir uns jetzt gleich an. Es wird in diesem Video aber nicht nur um den Tod seines Vaters gehen. Dallin hat noch mehr Leichen in seinem Keller angehäuft. Er konnte seinen mörderischen Ambitionen nämlich mindestens für ein Jahr freien Lauf lassen, bevor er schließlich überführt wurde. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Dallin der Polizei zu sagen hatte, nachdem er seinen Vater gerade tot mit einer scheinbar selbst zugefügten Schusswunde im rechten Auge in dessen Bett aufgefunden hat. Okay, heute ist Freitag, der 30. November 2012. Die Uhrzeit 1.30 Uhr. Ich bin Detective James Hutchin. H-U-T-C-H-E-O-N. Dienstnummer 6103. Bei mir ist Detective Johnston. J-O-H-N-S-T-O-N. Dienstnummer 5058. Und ebenfalls anwesend, Dallin Millard. Korrekt. Dallin, kannst du das bitte buchstabieren? D-E-L-L-E-N. Und dein Nachname? Millard. M-I-L-L-A-R-D. Okay, und deinen zweiten Vornamen? Evan. Buchstabieren bitte. E-V-A-N. Okay, sehr gut. Verstehst du, dass du das Recht hast, die Aussage zu verweigern? Ja, das verstehe ich. Verstehst du, dass eine Falschaussage rechtliche Konsequenzen haben wird? Ja, tue ich. Verstehst du außerdem, dass diese Aussage aufgezeichnet wird? Ja, tue ich. Du willst also eine Aussage machen? Sicher, lass uns loslegen. Okay, dann würde ich jetzt die Beauftragte bitten, den Eid abzunehmen. Möchten Sie auf die Bibel schwören? Nein, lieber. Kein Problem, dann frage ich Sie nun. Bestätigen Sie, Dallin Millard, dass Sie die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen werden? Ja, das tue ich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dory. Okay, Dallin. Wir sind hier wegen eines Vorfalls, der sich gestern ereignet hat. Am Donnerstag, dem 29. November 2012. Ich denke, in deinem Zuhause in der Nummer 5 Maplegate, Etobicoke. Ja, okay, Etobicoke. Was ich nun gerne von dir möchte, ist, dass du alles von Anfang an erzählst, was geschehen ist und was dazu führte, dass die Polizei in diesen Vorfall eingreifen musste. Von Anfang an? Naja, ich weiß nicht, was gestern um welche Zeit geschehen ist. Aber heute war ich noch einmal im Haus. Irgendwann zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr. Okay, nur heute ist, es ist nach Mitternacht, also Freitag. Ich meinte damit aber Donnerstag, also gestern. Wir drücken ganz kurz auf Pause, um an dieser Stelle keine Verwirrung aufkommen zu lassen. Was ist hier gerade das Problem gewesen? Dallin sagt aus, er habe seinen Vater am Donnerstagabend tot in seinem Bett gefunden. Als diese Aussage aufgenommen wurde, war es aber bereits kurz nach Mitternacht. Also nicht mehr Donnerstag, sondern Freitag. In Ordnung, ich verstehe.
Also Donnerstag ging ich irgendwann zwischen 6 und 6.30 Uhr zurück zum Haus. Ich arbeitete an unserem Familiengeschäft in Waterloo. Ich kam durch die Seitentür rein. Das ist die Tür, die fast alle im Haus nutzen. Und ich öffnete die nächste Tür, die in den Katzenbereich des Hauses führt. Die Tür von der Küche in den Flur. Und mein Hund Pedro wartete dort auf mich. Ich ging den Flur runter und dann in mein Zimmer und nahm mir einen Sweater aus dem Schrank. Es war ein kalter Tag. Und dann ging ich zurück in die Küche, um mir einen Snack zu machen. Und ich bemerkte, dass mein Vater aussah, als würde er immer noch schlafen, was seltsam war, weil es spät am Nachmittag war. Also steckte ich meinen Kopf durch die Tür. Und irgendetwas war seltsam, wie er da lag. Er lag ganz steif da. Und ich ging also hinein und sah Blut auf dem Kopfkissen. Und ich musste einen Moment raus. Ich ging zurück in mein Zimmer. Und ich nahm mein Handy und ging zurück in das Zimmer meines Vaters. Ich rief meine Mutter an und erzählte ihr, was ich sah. Ich sagte buchstäblich, ich stehe im Zimmer meines Vaters und sein Kopfkissen ist voller Blut und er ist tot. Und zuerst dachte sie, ich würde meinen Hund, Pedro, meinen. Sie sprach immer wieder von seinem Hundebett. Ich sagte aber, nein, nicht das Hundebett, das Kopfkissen meines Dads. Sie fragte, wenn es nicht Pedro ist, wer ist dann tot? Irgendwie sowas. Und dann schrie sie einfach nur noch auf und was ist geschehen? Und naja, ich blieb eine Weile am Telefon. Dann ging ich vorn raus. Ich hatte den Raum verlassen. Ging in der Einfahrt auf und ab. Ich sprach weiter mit ihr am Telefon und ich wollte, dass sie ein Taxi nimmt, aber sie bestand darauf, selbst zu fahren. Und also kam sie vorbei und ich schrieb einem Freund von mir, Andrew Michalski, und ich sagte ihm, dass etwas Furchtbares geschehen sei. Er solle bitte kommen, weil ich nicht allein sein wollte. Und das tat er. Und wir warteten gemeinsam in der Auffahrt, bis meine Mutter kam. Und dann ging sie ins Haus. Allein. Für weniger als 10 Minuten. Mehr als 5. Und sie kam wieder raus und nahm ihr Handy. Und rief die Polizei. Ich erinnere mich, dass sie 911 anrief. Und zuerst kam die Feuerwehr, dann die Rettung und dann die Einsatzwagen. Und ich sprach mit einigen der Beamten. Sie fragten mich, wann ich das letzte Mal mit meinem Vater gesprochen hatte. Und wann ich an diesem Tag nach Hause gekommen bin. Das ist, was gestern geschah. Okay. In Ordnung. Du warst also in Waterloo. Wo genau in Waterloo?
Waterloo Kitchener International Airport. Wir haben dort einen Hangar gebaut, einen großen, mit allen möglichen Mechaniken und so weiter. Dort habe ich ein paar Hänger umgestellt. Es musste Ordnung geschaffen werden, um ihn wieder herzeigbarer zu machen. Okay, du arbeitest also im Unternehmen der Familie. Ja, tue ich. Und das ist Millard Air Incorporated. Und im Moment ist es so, dass... Wir spulen ganz kurz vor. Dylan erklärt hier nämlich relativ lang, dass sein Vater vorhatte, das Unternehmen auf neue Beine zu stellen. Er wollte Hangarplätze an Firmen vermieten und im Zuge dessen auch gleich die Wartung ihrer Flugzeuge übernehmen. Damit wollte Wayne Millard seinem Business wohl wieder ganz neues Leben einhauchen. Inwiefern Dylan davon begeistert war, ist allerdings nicht bekannt. Insbesondere, da das Ganze wohl eher schleppend anlief. Aber das erzählt uns Dylan etwas später ohnehin noch selbst. Welche Position bekleidest du eigentlich innerhalb des Unternehmens? Auf meiner Karte steht das zwar nicht, aber genau betrachtet bin ich wohl der Vizepräsident des Unternehmens. Ist euch das aufgefallen? Dylan saß die ganze Zeit über völlig regungslos da. Doch als er dem Beamten gegenüber erwähnt, dass er der Vizepräsident des Unternehmens ist, richtet er sich in seinem Stuhl auf, setzt sich gerade hin und schaut in Richtung der blonden Beamtin. Auf mich wirkt es beinahe so, als würde er sich versichern wollen, dass sie beeindruckt von ihm ist. Hier nochmal die Wiederholung. Am 6. Mai 2013, also circa ein halbes Jahr nach dieser Aussage, traf sich dieser Vizepräsident gemeinsam mit seinem Freund, oder besser gesagt Killer-Kumpanen, Max Mitch, um gemeinsam einen Pickup-Truck, der online angeboten wurde, Probe zu fahren. Der Anbieter des Trucks war Tim Bosma, ein 32-jähriger, kirchenbesuchender und frisch gebackener Familienvater, der sich nie etwas zu Schulden hatte kommen lassen. Er hatte weder Dylan noch Mark jemals zuvor getroffen. »Wenn Sie kommen, soll ich mit Ihnen fahren?«, fragte Bosma kurz vor der Probefahrt seine Frau Charlene. »Ja, das solltest du. Wir wollen ja, dass der Truck zurückkommt«, antwortete sie. Doch sie sollte weder den Truck noch ihren Mann jemals wiedersehen. 4 Tage später fand die Polizei nach intensiver Suche Bosmas Wagen in einem Anhänger auf einem Grundstück der Familie Millar. Der Wagen wurde komplett zerlegt. Es konnten aber dennoch Schmauch sowie Blutspuren im Inneren nachgewiesen werden. Später wurde die DNA von Tim Bosma schließlich in einem Tierverbrennungsofen, der Dylan Millar gehörte, gefunden. Okay, und wann bist du nach Kitchener gefahren? Ich kam dort nach 10.30 Uhr, aber wahrscheinlich vor 12.30 Uhr an, so um den Dreh, ziemlich genau um die Mittagszeit. Okay, und wann hast du Kitchener wieder verlassen? Um zurück nach, ja, Tobacco? Ich weiß nicht, ich versuche das irgendwie zusammenzubekommen. Wenn ich circa um 6 Uhr oder 6.30 Uhr abends nach Hause gekommen wäre, hätte ich Kitchener wahrscheinlich so um 4:30 verlassen. Denn ich hielt in Oakville, um meinen Freund, der mit mir gearbeitet hat, zu Hause abzusetzen. Wann hast du deinen Vater das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Stunden? Also im Bett? Nein, ich meinte das letzte Mal, dass du ihn lebend gesehen hast. Ich möchte immer noch sagen, gestern. Am Mittwoch wäre das. So um die Mittagszeit. Ich ging gerade und er sprach mit Robert. Robert Koslowski. Das ist unser Geschäftsberater.
Und im Vorbeigehen habe ich meinen Senf dazugegeben. Sie sprachen über einen unserer Manager, John Barnes, der sich in letzter Zeit etwas schwierig angestellt hatte. Und ich sagte sowas wie, lasst uns jemanden finden, mit dem leichter umzugehen ist, denn er bremst uns aus. Und mein Vater sagte, er meinte, ja, vielleicht später. Und das reichte mir. Also fuhr ich von dort nach Oakville. Der Buchhalter war noch dort, als ich fuhr. Und ich glaube, Robert und ich fuhren zur gleichen Zeit. Also hast du Mittwochnacht im Haus von Mark verbracht? Ja, Marks Haus. Ist das Mark dein Kumpel? Ja. Das ist in Oakville. Das ist in Oakville. Ich fahre ihn manchmal und hin und wieder übernachte ich dort. Und morgen arbeitet er mit mir. Und Marks Nachname lautet Smitch. S-M-I-C-H. Und wo lebt Mark? Er lebt in Oakville. die genaue Adresse kenne ich nicht, aber die Kreuzung. Okay. Gleich bei Old Abbey Lane und Third Line. Seine Straße heißt aber anders. Es ist eine kleine Seitenstraße. Okay. Lass uns mit deinem Hauptsitz weitermachen. Das war Maplegate Nummer 5. Auch hier spulen wir kurz vor. In den nächsten Minuten erklärt uns Dallin nämlich nur, dass seine schicke Eigentumswohnung, die er geschenkt bekommen hat, gerade renoviert wird und dass er deshalb seit geraumer Zeit wieder im Haus seines Vaters lebte. Die Gesundheit deines Vaters. Kannst du mir sagen, wie es darum stand? Naja, er ist auf seinen Rücken gestürzt. Das ist schon eine Weile her. Vor 9 Monaten, zwischen 7 und 9 Monaten. Und das hat seine Mobilität wirklich sehr stark eingeschränkt. Er war 2 oder 3 Monate ans Bett gefesselt. Aber letztens schaffte er es, selbst raus nach Waterloo zu fahren. Er hat dort einen Elektroscooter, mit dem er durch den Hangar fährt. Hatte er Schwierigkeiten damit, sich im Haus zu bewegen? Insofern Schwierigkeiten, als dass er unsicher unterwegs war. Er war unsicher unterwegs. Es war seltsam für ihn zu laufen, aber er konnte sich im Haus bewegen, kein Problem. Okay. Irgendwelche anderen medizinischen Probleme? Was ist ein medizinisches Problem? Herz, die Leber, die Lunge. Nein, ein starkes Herz und eine sehr starke Leber. Das musste sie sein. Was? Ich sagte die mit Sicherheit. Warum? Er mochte immer schon Alkohol. Er hat also eine Menge davon getrunken. So war das. Also war dein Vater einfach ein großer Trinker oder ein regelmäßiger oder ein Alkoholiker? Wie würdest du es beschreiben? Ich würde nicht Alkoholiker sagen wollen, aber es passt schon irgendwie. Er trank regelmäßig, also jede Nacht. Und mehr als ich vertragen würde. Aber
Er hat auch genauso regelmäßig nicht getrunken. Morgens und tagsüber rührte er nichts an. Er trank also immer nur nachts. Und wie viel hat er dann getrunken? Das änderte sich über die Zeit immer wieder. Bevor er sich seinen Rücken verletzte, trank er Whisky. Mhm. Und was ist die nächstgrößere Flasche nach der mit 750 Liter? 1200? Es ist eine so große Glasflasche. Wahrscheinlich eine davon innerhalb von 2 Wochen. Aber als er sich den Rücken verletzte, hörte er komplett zu trinken auf. Er dachte irgendwie, es sei kein Rücken, sondern ein Nierenproblem in Verbindung mit Alkohol. Und erst letztens, vor vielleicht 2 Monaten, hat er wieder angefangen zu trinken. Es war aber eher Wein. Ja, mehr Wein. Vielleicht 8 oder 10 von diesen kleinen Weinflaschen pro Nacht? Ja, dein Vater. Hatte er irgendwelche Waffen im Haus? In der Vergangenheit definitiv. Der Safe, den die ganzen Detectives und Officers heute Nacht sahen. Er besitzt diesen Safe, solange ich mich erinnern kann. Und er hat ihn vor mir vielleicht 3-mal geöffnet in meinem ganzen Leben. Und er hatte Handfeuerwaffen da drin. Das letzte Mal, dass ich sah, dass er ihn öffnete, das ist über 3 Jahre her. Damals waren mehrere Pistolen darin. Aber vor circa 2 Jahren, vielleicht sogar 3 Jahren, da war etwas mit der Registrierung der Waffen. Also gab er seine ganzen Waffen einem Kerl namens Les Petit, der damals für uns arbeitete. Jetzt aber nicht mehr. Also gab er sie diesem Les Petit? Mhm. So wie ich es verstand, wollte Les sie raus aufs Land bringen. Aufs Grundstück von Freunden, der Familie oder so. Und dort einfach nur zum Spaß rumschießen. Hast du die Nummer von diesem Kerl? Oh nein, wartet, ich habe die Nummer nicht auf meinem Handy, weil ich ihn nie anrufe. Aber ich habe sie heute schon einem Officer genannt. Wir haben so eine Art Rolodex, unser eigenes kleines Telefonbuch. Okay. Also, soweit du weißt, hatte dein Vater keine Waffen mehr. Nein, ich denke nicht. Du erwähntest den Safe. Weißt du, ob es irgendwo eine Kombination dafür gibt? Sein Anwalt kennt die Kombination. Der Anwalt hat sie? Davon würde ich ausgehen. Ich hätte keinen Grund, ihn zu öffnen, also. In Ordnung. Trish, hast du irgendwelche Fragen? Verbrachte jemals noch jemand anderes die Nacht im Haus? Außer dir? Irgendjemand anderes, der dort übernachtete? Mark hat hin und wieder dort geschlafen. Und dann fuhren wir von dort direkt nach Waterloo. Von dort aus. Aber nicht in den letzten vielleicht 3 Monaten. Aber davor habe ich manchmal Partys geschmissen. Und die Leute, die zu viel erwischt hatten und nicht mehr fahren konnten, blieben dann über Nacht im Erdgeschoss. Aber das war nichts Regelmäßiges, nur hin und wieder. Und wofür ist eigentlich die ganze Einrichtung im Erd- und Untergeschoss da? Für Partys. Partys? Ja. Wir wollten es wie einen Club aussehen lassen. Wer hat es so hergerichtet? Ich habe mich um das Design der Einrichtung, die Farben und die Bilder gekümmert. Und wie häufig hast du eine Party gegeben? In diesem Jahr waren es 2. Mhm. Machst du Werbung dafür? Nein, nur Freunde und Freunde von Freunden. Wann wäre dann die letzte Party gewesen?
Irgendwann mitten im Sommer. Ich weiß nicht genau. Meine Cousins waren da und die kommen nur im Juli. Also wahrscheinlich im Juli. Und was ist mit, ich habe gesehen, da ist deine Xbox, ein Fernseher und so weiter aufgestellt. Mhm. Und Drogen. Es waren Drogen da unten. Wir rauchen Pott. Okay. Baust du es an? Nein. Und der Flur mit dem Schlafzimmer und so weiter, der ganzen Einrichtung. Wofür ist all das? Nur ein Gästezimmer. Nur ein Gästezimmer? Mhm. Aber eigentlich ist da nur eins, nicht mehrere. Tauchte auch mal die Polizei bei einer dieser Partys auf? Vor einigen Jahren geriet eine außer Kontrolle und wir mussten die Polizei rufen, um die Leute vom Grundstück zu bekommen. Wie viele Menschen kommen normalerweise? Normalerweise 20 oder weniger. In dieser Nacht waren es aber eher 300 oder so. Jemand hatte es auf Facebook gepostet und da wurde es verrückt. Dallin Millard und Mark Smidge wurden schnell wegen des Mordes an Tim Bosmer angeklagt. Die Beweislast war überwältigend. Von Telefonaufzeichnungen über Standortdaten bis hin zu Fingerabdrücken und noch einigem mehr stand der Polizei alles für ihre Ermittlungen zur Verfügung. Und als die Beamten den wahren Charakter von Dallin, dem coolen Millionärssohn, schließlich erkannten, nahmen sie das schnell zum Anlass, etwas weiter in seiner Lebensgeschichte zu graben. Im Juli 2012, also circa ein halbes Jahr vor diesem Interview anlässlich des angeblichen Selbstmordes seines Vaters, verschwand Laura Babcock. Sie und Dallin waren zuvor ein Paar gewesen. Als dann allerdings eine andere Frau ins Spiel kam, wurde es schnell ungemütlich. Und so textete er seiner neuen Freundin kurz vor dem Verschwinden von Laura: "Ich werde sie dazu bringen zu gehen. Ich werde sie aus unserem Leben entfernen." Womit der Mord wohl beschlossen war. Aber auch diesmal war es nicht Dallin allein, der den Mord beging. Auch Mark Smidge war wieder dabei. Wollte er ein wirklich grausames Detail hören? Während der Gerichtsverhandlung von Lauras Fall wurde den Geschworenen immer und immer wieder ein selbstgedrehtes Musikvideo von Smidge vorgespielt, dessen Text eindeutig vom Mord an Laura Babcock inspiriert und höchstwahrscheinlich auch geschrieben wurde, während ihr Körper in derselben Tierverbrennungsanlage wie Tim Bosmer ein Jahr später verbrannte. Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass Dallin Laura in den Tagen vor ihrem Verschwinden insgesamt 110 Mal kontaktiert hatte. Außerdem wurde Lauras Handy bei ihrem allerletzten Telefonat in der Nähe von Dallins Haus geortet. Als sie dann plötzlich verschwunden war, versuchten natürlich viele Freunde und Familienmitglieder, sie zu erreichen, um zu erfahren, wie es um sie steht. Es gingen unzählige Anrufe und Nachrichten auf ihrem Handy ein. Nur einer hat nie wieder geschrieben oder sie angerufen. Dallin Millard. Okay, und war dein Vater irgendwie depressiv? Er war schon leicht depressiv. Er schleppte sein Leben lang eine große Trauer mit sich herum. Wobei ich nie wusste, warum genau. Er wollte es mir nie wirklich sagen. Es war aber auch nicht so, dass er stets nur traurig gewesen wäre. Und wurde er wegen seiner Depressionen behandelt? Nein. Hatte er mit dem neuen Business viel Stress? Sehr viel. Dieses Jahr. Bestand die Möglichkeit, dass das Vorhaben scheitert, oder? Ja, das war mehr als möglich. Und ist das immer noch so, oder? Oh ja. Okay, und wie wäre es mit deinem Vater gestanden, wenn das Vorhaben gescheitert wäre? Ich bin nicht sicher, ob ich diese Frage verstehe. Naja, die, also,
aufgrund dessen, dass es das Unternehmen deines Großvaters gab, das große Frachtunternehmen. Er verkaufte seine Hangars in Toronto. Ja. Das Haus und einige seiner Besitztümer. Dein Vater hatte einen gewissen Wohlstand angehäuft und es wirkte, als sei er ziemlich erfolgreich. Also, wenn dieses neue Business nicht sofort angelaufen wäre, sondern etwas länger gebraucht hätte, wäre dein Vater bankrott gewesen, oder? Ja, alles, was wir besitzen, steckt in diesem Vorhaben, inklusive Hausdarlehen und deinem großen Unternehmensdarlehen von der Bank. Wir sind all in. Also, wie lange durfte es deinem Dad noch dauern? Ein Jahr, anderthalb Jahre, bis ihr an diesem Punkt seid, mit der Lizenz und all dem. Dauerte es länger als gedacht? Wir gingen ursprünglich von 9 Monaten aus und es wurde ein Jahr daraus. Und wir dachten, sobald wir die Lizenz haben, würden durchgehend Aufträge reinkommen. Aber wir haben immer noch keine. So lange haben wir sie noch nicht. Wie gesagt, ungefähr 3 Wochen. Aber ja, wir dachten, es würde besser laufen. Ich hörte etwas von Robinson Helicopters oder so. Bist du ein Pilot? Bin ich, ja. Und dein Vater ebenfalls, richtig? Ja, war er. Welche Lizenz? Bist du ein Helikopterpilot? Ja, ich bin ein Helikopterpilot. Ich habe eine Privatlizenz. Das ist, kennt ihr die verschiedenen Lizenzen? Nein. Und fliegst du auch Flugzeuge? Ich habe keine Lizenz mehr dafür. Ich habe sie auslaufen lassen, aber ich kann schon. Und dein Dad war ebenfalls Pilot, richtig? War er. Ich kenne niemanden, der mehr Flugzeuge in seiner Lizenz aufgelistet hatte, die er fliegen durfte. Flog er immer noch? Nein, schon lange nicht mehr. Ich denke, das letzte Mal war, als sein Vater noch lebte, vor 5 oder 6 Jahren. Als du gestern ins Zimmer deines Vaters gegangen bist und ihn dort gesehen hast, könnte es sein, dass du da etwas aus seinem Zimmer mitgenommen, angefasst oder entfernt hast? Nein. Du hast also keine Notiz oder so gesehen? Nein. Irgendwo anders im Haus? Ich habe nicht danach gesucht, aber nein, ich habe nichts gesehen. Habt ihr Hausangestellte? Ja. Ich habe ein großes Keyboard im Eingangsbereich bemerkt. Eins zum Spielen, oder? Nein, ein großes Schlüsselbrett. Ja. Sind die sind alle von Fahrzeugen am Flughafen von Waterloo. Am Flughafen? Ja. Also da, außer vielleicht noch die meines Vaters, die könnten auch dort hängen. Okay, diese Fahrzeuge fehlen also nicht zu Hause, oder? Nein. Okay, das sind also Sportwagen und es ist eine Mischung. Es sind circa 15 Fahrzeuge. Ein paar kleine Autos, ein paar Jeeps, ein paar Trucks, ein paar Vans und Jetskis und ja. Und wo sind die? Auch im Hangar, oder? Die sind alle im Hangar, ja. Okay. Die Dinger sollten aber bald verschwinden. Es sah nicht flughafenmäßig genug aus. Okay. Da die Ausführungen Dellens an dieser Stelle wieder sehr weitläufig und auch privat werden, raffen wir diesen Teil erneut. Nur so viel. Er erzählt nun, dass sein Vater seit kurzem frisch verliebt sei. Und zwar in eine Stiefcousine, die er bereits sein Leben lang kannte. Das Wochenende vor seinem plötzlichen Selbstmord soll er sogar komplett in ihrem Haus verbracht haben. Ich kann mich natürlich täuschen,
aber das klingt für mich nicht unbedingt nach einem Menschen, der gerade todunglücklich ist. Weißt du, wer nun verantwortlich sein wird? Ist damit gemeint, wer alles aufteilen wird, oder? Wer ist dafür verantwortlich? Ja, genau. Ich würde annehmen, das wäre sein Anwalt. Und, ich denke, eine Menge würde auch an mich gehen. Ich meinte nicht seinen Besitz, sondern seine Verfügungsgewalt. Oh, würde die an dich gehen? Nein, ich weiß nicht. Es muss sich jemand ums Haus kümmern, die Rechnungen müssen gezahlt werden und da kann ich nur raten. Aber vielleicht sein Anwalt, vielleicht ich selbst, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin sicher, dass es einmal meine Mutter war, aber ob das immer noch so ist. Okay, hast du eine Zeichnungsberechtigung für das Unternehmen? Ja. Okay, bevor ich das hier beende, gibt es vielleicht irgendetwas, was du uns erzählen möchtest, wonach wir aber nicht gefragt haben? Oder etwas, woran du dich erinnert hast und was wir wissen sollten, oder? Jedes noch so kleine Detail könnte hilfreich sein. Ich weiß nicht, ob irgendetwas von dem, worüber wir gesprochen haben, hilfreich war oder nicht, also nein. Okay. Es ist jetzt 2.19 Uhr und ich beende das Interview. Nachdem Dallin und Mark wegen des Mordes an Tim Bosma und Laura Babcock angeklagt worden waren, dachte sich die Polizei dann doch, dass man ja vielleicht auch bei dem plötzlichen Selbstmord von Wayne Millard, der sich genau zwischen diesen beiden Taten ereignet hatte, noch einmal genauer hinsehen sollte. Und tatsächlich, kaum tat man das, zeigte sich, dass auch in diesem Fall etwas absolut nicht stimmte. Erinnert ihr euch noch, wie der Beamte Dallin während dieses Videos fragte, ob er irgendetwas im Zimmer seines Vaters angefasst hätte? Er sagte nein, aber ein Test, der dann endlich mal durchgeführt wurde, zeigte, dass sich lediglich Dallins DNA an der Pistole befand, mit der sich sein Vater angeblich selbst umgebracht haben soll. Und man fand heraus, dass es auch Dallin war, der die Waffe ursprünglich gekauft hatte. Er hatte also allein in diesem Punkt bereits einmal gelogen, beziehungsweise wichtige Details verschwiegen, was natürlich keinen Sinn macht, wenn er unschuldig ist, wie er sagt. Aber apropos Details des Videos. Eine Sache muss meiner Meinung nach noch erwähnt werden, die sehr schön erkennen lässt, wie genau man als Ermittler hinsehen muss, wenn man nichts Wichtiges übersehen möchte. Was ich meine, wisst ihr noch, wer Dallin ein Alibi für die Zeit lieferte, kurz bevor er seinem im Bett liegenden Vater aus unmittelbarer Nähe ins Gesicht schoss? Ja, ganz genau, Mark Smitsch. Eine abschließende Zeitlinie der Ereignisse. 3. oder 4. Juli 2012, Laura Babcock wird getötet. 5. Juli 2012, Dallin Millard bekommt einen Tierverbrennungsofen geliefert. 29. November 2012, Wayne Millard begeht angeblich Selbstmord. 6. Mai 2013, Tim Bosma wird getötet. Am 14. Mai 2013 wird Dallin Millard dann wegen des Mordes an Tim Bosma angeklagt. Nicht einmal eine Woche später ebenfalls Mark Smitsch. Im April 2014 werden beide dann wegen des Mordes an Laura Babcock angeklagt. Im Juni 2016 werden beide wegen des Mordes an Tim Bosma zu 25 Jahren verurteilt. Im Dezember darauf werden beide noch einmal zu 25 Jahren wegen des Mordes an Laura Babcock verurteilt. Und schließlich am 24. September 2018, also 6 Jahre nachdem sein Vater gestorben war, wird Dallin Millard wegen des Mordes an seinem Vater zu 25 Jahren Haft verurteilt. Insgesamt wurde Dallin Millard also zu 75 Jahren Haft und Mark Smitsch zu 50 Jahren Haft verurteilt. Was für eine kranke Geschichte, oder? Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das doch bitte mit einem kleinen Däumchen und wenn du in Zukunft keines mehr verpassen möchtest, würde ich dir vorschlagen, einfach ein kostenloses Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. So solltest du nämlich immer Bescheid bekommen, wenn ein neues Video auf meinem kleinen Kanal erscheint. Ach, und wer so richtig Bock auf Support hat, in der Beschreibung unter dem Video findest du einen digitalen Trinkgeldhut und einen Patreon-Account.
Wenn du mir bei der Erstellung meines nächsten Videos, also mit einer Tasse Kaffee oder so, helfen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Also dann, danke fürs Reinklicken und immer schön sauber bleiben.